Mein Name ist Katharina Drawitz. Ich arbeite bei Bosch im Produktmanagement bei Diesel Systems. Ich bin dort zuständige Produktmanagerin für die Common Rail Systeme dritter Generation. Das sind unsere Systeme mit Piezo-Injektoren. Ich bin seit 12 Jahren bei Bosch, habe zuerst lange Zeit in der Abgasnachbehandlung gearbeitet und jetzt eben seit einem Jahr bei Diesel Systems bei den Common Rail Systemen. Bosch ist ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir ein international aufgestelltes Unternehmen sind und weil wir einen sehr großen Vorausentwicklungs- und Forschungsbereich haben, was mir persönlich auch sehr wichtig war, dass wir innovative neue Produkte entwickeln. Ich persönlich bin über das Hightech-Meeting zu Bosch gekommen. Das Hightech-Meeting kann man sich vorstellen wie eine Bosch-interne Messe für Absolventen in Schwieberdingen, an der sich unterschiedliche Geschäftsbereiche präsentieren und man einen Einblick bekommt in die tägliche konkrete Arbeit der Kollegen. Also es macht mir sehr viel Spaß, mit den männlichen Kollegen zusammenzuarbeiten und ich werde auch immer in meiner Rolle akzeptiert. Bosch bietet als Unterstützung für Frauen, die einen Karriereweg anstreben, zum Beispiel das Mentoring-Programm. Ein Beispiel ist das Cross-Mentoring. Das ist ein Programm eben für Frauen mit Potenzial für höhere Aufgaben, die dann eben in ihrer Weiterentwicklung durch einen Mentor, eine Mentorin unterstützt werden. Mir persönlich hat das Mentoring-Programm sehr viel gebracht. Wir haben uns ausgetauscht über ganz normale alltägliche Führungsaufgaben, aber auch über das Thema, wie gehe ich mit meiner eigenen Ressource um, wie teile ich meine Zeit sinnvoll ein, wie finde ich ausreichend Zeit, um Energie aufzutanken. Da ich damals eine sehr operative Aufgabe hatte, haben wir uns etwas über das Thema Strategieentwicklung unterhalten. Bosch unterstützt die Frauen in ihrer Weiterentwicklung auch durch ein spezielles Seminarprogramm. Das nennt sich Business Women's Program. Dieses Seminarprogramm bietet Seminare für die Frauen, um den Frauen zu helfen, ihre individuellen Stärken weiterzuentwickeln. Ich selber bin Gründungsmitglied des Forums Heratec. Heratec wendet sich an die Frauen in der Technik. Wir vernetzen die Frauen über die verschiedenen Hierarchieebenen. Wir wollen Vorbild sein für junge Kolleginnen, die neu zu Bosch kommen. Wir wollen aber auch Hilfestellung geben in der Karriereplanung, zum Beispiel über den direkten Austausch mit Frauen, die eben schon eine gewisse Hierarchiestufe erreicht haben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist immer ein Thema zwischen dem direkten Vorgesetzten und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin. Ein Mitarbeiter von mir, dessen Frau Lehrerin ist und beide Kinder schon im Alter Kita, Kindergarten sind, bei dem ist es ab und zu mal vorgekommen, dass die Kinder krank sind, ganz normal. Und da haben wir das dann so geregelt, dass dann meistens er zu Hause geblieben ist. Er hat dann seine Termine abgesagt, hat seinen Laptop im Büro geholt und hat die wichtigsten Sachen von zu Hause erledigt. Und es hat wunderbar funktioniert. Erfüllung in meinem Beruf bekomme ich dann, wenn ich zum Beispiel in unsere Tiefgarage gehe und ein Vorserienfahrzeug in der Tiefgarage stehen sehe, in dem das Produkt eingebaut ist, das ich die letzten 3 Jahre mit meiner Mannschaft entwickelt habe. Wenn ich mal eine stressige Woche im Büro hatte, dann schnappe ich mir sonntagmorgens meine Wanderstiefel und wandere 2 bis 3 Stunden durch die Remstäler Weinberge oder durch die Wälder bei uns in der Gegend. Einen privaten Ausgleich zu meinem technischen Beruf finde ich in einem typisch weiblichen Hobby, das ich mir beibehalten habe. Ich stricke sehr gern. Ich stricke gerade an einem Herbstpulli. Ja, natürlich für dieses Jahr. 4 bis 6 Pullis pro Jahr oder Jacken. Nee, nur für mich.